Moin moin und herzlich willkommen zu den Lesemonaten April und Mai 2021. Ja, wir müssen ein bisschen was aufholen, denn durch meine kleine YouTube-Pause hat sich ein bisschen was angestaut. Ich habe in den Monaten allerdings auch wirklich nicht viel gelesen, deswegen passt das ganz gut, dass ich die beiden Lesemonate jetzt einfach zusammenfüge. Ich habe im April zwei Bücher gelesen und im Mai möchte ich euch drei Bücher vorstellen, plus eines, was ich aber noch lese, was ich noch nicht beendet habe im Mai. Was ich also jetzt mit in den Juni hineingenommen habe. Und ja, im Moment überlege ich gerade, ob es wirklich so klug war, sich vor die Kamera zu setzen, weil es jetzt gerade wieder losgeht mit der Zeit, wo man hier anfängt zu schmelzen vor der Kamera. Ich habe auch immer das Gefühl, obwohl ich hier wirklich nur sitze und erzähle, wird es durch die Lampe und dadurch, dass man sich vielleicht auch ein bisschen konzentriert, noch mal 10 Grad wärmer. Und ja, diese Zeit, diesen Hochsommer, den finde ich wirklich nicht angenehm und ich freue mich jetzt schon, wenn es wieder ein bisschen kühler wird. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich fange jetzt mit den Aprilbüchern an. Ich habe im April zwei Fantasy-Bücher gelesen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich fange mit dem Buch an, was ich im März bereits begonnen habe und dann jetzt in den April mit hineingenommen habe. Das ist eines der Bücher, die Phil von Phils und Sophie mir zu dem Projekt Pick My Sub rausgesucht haben. Und zwar eigentlich für den März. Aber wir hatten ja auch gesagt, wir dürfen uns so ein bisschen auswählen, welche Bücher wir lesen möchten. Und ich habe halt einfach gesagt, okay, wenn ich es im März nicht schaffe, dann nehme ich einige Bücher einfach mit in den April. Und das habe ich bei diesem Buch gemacht, Kinder des Nebels, die Nebelgeborene, Band 1 von Brandon Sanderson. Ja, das hat er mir ausgesucht und es wird auch wirklich, wirklich, wirklich Zeit, dass ich dieses Buch oder diese Reihe kennenlerne. Brandon Sanderson ist ja eine ziemlich große Nummer in der High Fantasy. Ich habe von ihm bisher auch nur ein Jugend-Fantasy-Buch gelesen und da war ich schon wirklich sehr begeistert von oder wirklich sehr angetan. Aber diese Reihe wird mir von allen Seiten immer wieder empfohlen, vor allem weil es eben auch so ein paar Aspekte der High Fantasy besonders in den Vordergrund rückt, auf die ich immer extrem heiß bin. Das ist eben, was Brandon Sanderson so ausmacht, dass er ausgeklügelte Magiesysteme erschafft und Welten wirklich sehr, sehr schön ausbaut. Ja, und danach bin ich immer wirklich her, wenn sich jemand richtig Gedanken macht, wie Magie funktioniert und ja, warum die genutzt wird, woher die kommt und dass das nicht einfach ja, mit einem Finger drauf zeigen und zack, kann man alles bewegen und alles irgendwie machen mit der Magie, sondern da steckt halt wirklich auch eine kleine Logik hinter und wenn nicht sogar eine kleine Wissenschaft. Und so war das hier auch tatsächlich. Also das kann ich schon mal vorausschicken. Ich hatte große Erwartungen an dieses Buch, was dieses Magiesystem angeht und die wurden tatsächlich erfüllt. Vom Inhalt her wusste ich gar nicht genau, worum geht's eigentlich. Also vom Klappentext her konnte ich mir gar nicht so viel zusammenreimen und das hätte mich jetzt auch gar nicht so sehr angesprochen, wenn ich nicht wüsste, dass Brandon Sanderson vorne draufsteht und mir einfach viele diese Reihe und diesen Autoren noch mal ans Herz gelegt haben hätten. Hätte ich vielleicht gar nicht so sehr dazu gegriffen. Ich muss aber sagen, dass ich diese Neuauflage wirklich sehr, sehr schick finde. Ich fand die alten Bände nicht sonderlich hässlich, aber die hier stechen, finde ich, nochmal sehr ins Auge. Obwohl sie ja doch irgendwo schlicht sind, finde ich sie irgendwie doch edel und interessant. Und ich finde auch passend irgendwie zu dem Magiesystem. Ja, worum geht es eigentlich? Wir haben hier zwei Protagonisten. Zum einen ist das Vin. Das ist eine Jugendliche, 15 Jahre alt, die unter ja, Diebesbanden aufgewachsen ist, zusammen mit ihrem Bruder, der sie eben so ein bisschen geleitet hat, aber er war nie besonders freundlich zu ihr. Er hat ihr immer eingeprügelt, du darfst niemandem vertrauen, du kannst niemandem vertrauen, jeder wird dich irgendwann verraten und so hat er es auch getan. Er ist irgendwann verschwunden und hat sie alleine gelassen in dieser Diebesbande, in dieser großen Stadt. Und sie hat aber das Glück, dass sie eine Fähigkeit hat, die sie auch immer ihr kleines Glück nennt, denn sie kann Leute ein bisschen beeinflussen in ihrer Meinung, in dem, was sie tun, in dem, was sie sagen wollen. Und das hat der Banden-Diebesanführer eben herausbekommen und nutzt sie natürlich immer sehr, sehr gerne für irgendwelche Aktionen. So kann sie sich so ein bisschen über Wasser halten in dieser doch eher sehr gefährlichen sonst Umgebung mit vielen gefährlichen Menschen und vielen gefährlichen Aktionen. Und dann gibt es da noch Kelsier.
Und Kezia ist um die 30, ich glaube ein bisschen älter sogar noch. Und er ist eine, ja, einerseits eine sehr tragische Figur, andererseits aber auch eine sehr positive Figur mit sehr, sehr viel Antriebskraft. Die Menschen leben hier in einer Welt, die von einem Tyrannen beherrscht wird. Und es gibt eine Gruppe, ein Volk, die Ska'a, die unterdrückt werden wie Sklaven, die dürfen nur dienen und arbeiten und mehr haben sie eigentlich nicht an Rechten. Und es gibt sonst auch noch Adlige und viele, die dem Herrscher unterstehen und eben auch das Ganze ja, beobachten, kontrollieren etc. Und Kezia hat sich vorgenommen, ja, dieses Reich zu stürzen, den Tyrannen zu stürzen. Er hat einen Auftraggeber, Rebellen im Untergrund, die es schon länger gab, aber die jetzt an ihn herangetreten sind. Und er hat sich jetzt einfach zum Auftrag gemacht, ja, das Reich zu stürzen, das eigentlich total größenwahnsinnig ist. Vor allem, weil sie wirklich sehr, sehr wenige sind. Und er hat wirklich nur eine Handvoll Leute um sich herum geschart, mit denen er das planen möchte. Und jeder von denen hat besondere Fähigkeiten. Und er entdeckt eben auch Vin, wo er merkt, die kann noch viel mehr, in der steckt noch viel mehr. Und ja, er ist ein Nebelgeborener, das heißt, er kann mit Hilfe von verschiedenen Metallen, die er schlucken muss, ja, verschiedene Fähigkeiten ausführen, ausüben. Das alles jetzt zu erklären, wäre viel zu komplex und viel zu kompliziert. Das muss man hier auch nach und nach erst entdecken. Aber es gibt zum Beispiel ein Metall, wo man seine Sinne schärfen kann, wo man Leute beeinflussen kann, aber auch sich durch die Gegend bewegen kann. Man kann an Metallen ziehen oder an sie drücken, sodass man die Gegenstände oder eben sich selbst bewegen kann. Und vieles, vieles mehr, was noch gar nicht richtig erforscht ist. Und er bringt Vin jetzt diese. Ja, diese Fähigkeiten hat sie und die Gabe und das übt er jetzt mit ihr und wir als Leser lernen diese Gaben also nach und nach mit ihr zusammen kennen und sie bekommt eben auch eine Rolle in diesen Machenschaften, den Tyrannen zu stürzen und ja, das ist so ungefähr die Story. Ich muss sagen, dass ich diese Thematik eigentlich gar nicht so spannend finde. Also das ist nicht so wirklich meins, so Diebesbanden und auch dieses politische, diese Rebellion. Man wird hier wirklich mitgenommen bei dieser Planung, wie Leute rekrutiert werden, wie Geld herangeschafft wird, wie Intrigen gesponnen werden, um an Wissen zu kommen. Und ja, das ist eigentlich nicht so richtig mein Thema. Und deswegen hat es auch ein bisschen gebraucht, bis ich in diese Welt hineintauchen konnte. Auch die Welt fand ich nicht besonders faszinierend. Die ist halt grau in grau, es regnet Asche und es ist sehr deprimierend und es gibt wenig Lichtpunkte darin. Umso mehr kann man natürlich verstehen, dass man da irgendwie ausbrechen möchte und dass man besonders das Volk der Ska'a gerne befreien möchte, die aber erst recht ihre Hoffnung und ihren Glauben total verloren haben. Aber was hier eben mich besonders über Wasser und an der Stange gehalten hat, sind die Figuren. Die Figuren sind mir so sehr ans Herz gewachsen. Nicht nur unsere Protagonisten, die ich wirklich toll fand. Und ich fand es auch wirklich toll, dass wir hier so zwei unterschiedliche haben. Einmal den offenherzigen Kelsier, der wirklich größenwahnsinnig ist, aber sehr, sehr positiv und sehr extrovertiert. Natürlich hat der auch so seine Geheimnisse, aber sonst ist er wirklich ein sehr offener Mensch, der auf etwas zugeht und sehr spontan ist. Und dann haben wir eben Vin, die sehr zurückhaltend ist, sehr skeptisch, immer beobachtet und immer zweifelt. Und ja, das waren zwei Figuren, die mir sehr gut gefallen haben, im Wechsel von ihnen zu lesen. Aber es gibt noch so viele mehr, die hier eine Rolle spielen. Und zwar hat mich das so ein bisschen erinnert, diese ganze Aktion an Ocean's 11. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, wo sich eben verschiedene Spezialisten zusammentun und dann ein Casino überfallen wollen und ausrauben wollen. Und hier ist es eben so, dass sich auch wirklich nur eine Handvoll von Spezialisten mit verschiedenen speziellen Fähigkeiten zusammentun und eben dieses Reich stürzen wollen. Und die
haben wirklich alle so ihren speziellen Charakter und ich fand einfach die Interaktion zwischen den verschiedenen Figuren. Viele kennen sich halt auch schon seit Jahren und sind im Grunde wie so eine kleine Familie und frotzeln miteinander und necken sich und haben ihre Stärken und ihre Schwächen, auf die irgendwie herumgehackt werden. Und ja, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, die Dialoge hier zwischeneinander, wo es dann tatsächlich auch humorvoll dann zuging und auch die in dieser ganzen deprimierenden Welt so ein bisschen Wärme rüberkam und man so ein bisschen merkte, wie Vin sich auch verändert und sich so ein bisschen öffnet und trotzdem immer noch so ein bisschen skeptisch bleibt. Also das war für mich der große Pluspunkt. Und natürlich, was ich auch schon angedeutet habe, das Magiesystem, da hatte ich große Erwartungen dran. Das kann ja durchaus dann mal in die Hose gehen. Aber Brandon Sanderson hat mich hier nicht enttäuscht. Also es war wirklich sehr komplex. Ich fand es toll, dass man immer mehr zusammen mit Vin hier kennengelernt hat, von dieser Magie und dass es auch so viele Kombinationen gibt und dass es wirklich immer begründet ist, wie und warum man jetzt etwas wirkt und dass es da aber immer noch so viele Geheimnisse drum gibt. Und dann gibt es noch dieses geheime zehnte Metall und was bewirkt das? Man weiß es nicht genau und ja, das herauszufinden und den Geheimnissen auf die Spur zu gehen, macht einfach Spaß. Am Anfang der Kapitel gibt es auch immer so kleine Tagebucheinträge von einer Person, zu der es eine Prophezeiung gibt. Und man weiß auch noch anfangs nicht so richtig, wer diese Person ist, die da spricht. Aber nachher hat man dann eine Ahnung, oder ich hatte eine Ahnung und das fand ich richtig gut, weil es da tatsächlich eine Ambivalenz gibt. Wen sollte man jetzt glauben? Und das passt überhaupt nicht zu dem Bild, was man eigentlich hatte aus dem anderen Geschriebenen. Auch das fand ich spannend. Ja, ansonsten, wie gesagt, weil mich diese Thematik und eben auch das Setting nicht so sehr interessiert hat, hatte ich tatsächlich auch mal ein paar Längen in diesem Buch und ich hatte das Gefühl, manchmal plätschert es so dahin, weil es ja, sich auch einiges immer wiederholte, dass hier irgendwelche Bälle stattfinden, wo Vin sich einschleichen soll und die anderen aushorchen soll. Ja, also es hat sich öfter immer wieder etwas wiederholt, aber durch die Figuren bin ich einfach sehr, sehr gerne am Ball geblieben und weil ich mehr über das Magiesystem erfahren wollte. Und dann schließlich aber gab es ein unglaubliches Finale. Finale meine ich jetzt nicht einfach auf drei Seiten, wo es dann so richtig Peng macht, sondern die letzten 200 Seiten ungefähr, die waren wirklich rasant. Da hat es nochmal angezogen, da wurde es episch und wir haben hier wirklich viele überraschende Twists und Wendungen, mit denen ich null gerechnet hätte. Mit einigen habe ich vielleicht gerechnet und habe schon so ein paar Ahnungen gehabt, aber da wurde noch mal was draufgelegt und es wurde actionreich, spannend, aber dennoch immer noch nachvollziehbar und interessant. Also das hat mich denn doch wieder richtig mitgerissen, auch wenn in der Mitte ab und zu es mal so ein bisschen dahin geplätschert ist. Ja, also die Pluspunkte waren eindeutig das Magiesystem und die Figuren, die mir ans Herz gewachsen sind. Minuspunkte waren einfach die Themen und die Welt und ja, einfach, dass sonst nicht so richtig viel passiert ist, gefühlt, oder einfach nicht das, was mich interessiert. Aber ich habe mir ja auch schon den zweiten Band bestellt, der ist schon eingetrudelt bei mir. Das heißt, ich möchte gar nicht mehr lange warten und weiterlesen, wie es mit Vin weitergeht und mit den anderen Figuren. Also das möchte ich wirklich erfahren und ich kann mir vorstellen, dass ich da auch noch mal ein bisschen was steigern kann. Apropos steigern, ja, jetzt kommt ein weiteres Buch, was ich im April gelesen habe und auch das hat mir der liebe Phil von Philosophie ausgesucht gehabt und er hatte da schon oft von geschwärmt und ich hatte mich da auch wirklich drauf gefreut und zwar ist das Sternlose Meer von Erin Morgenstern. Ich habe von ihr bereits den Nachtzirkus gelesen und das habe ich wirklich sehr zwiegespalten in Erinnerung. Einerseits war das wirklich vom Setting her total magisch und atmosphärisch, aber so den roten Faden, den habe ich ein bisschen vermisst und an die Figuren bin ich auch nicht so richtig nah herangekommen. Also da hatte ich einige Längen. Deswegen bin ich auch hier ein bisschen mit Vorsicht hier rangegangen, mit nicht allzu großen Erwartungen, aber es klang einfach richtig, richtig toll. Und das nächste Besondere mit diesem Buch war, dass ich die erste Leserunde, die erste gemeinsame Leserunde mit der lieben Franzi vom Kanal Tintenkrähe hatte. Und zwar haben wir es einfach nur zu zweit gelesen. Und das finde ich
zu Anfangs immer wirklich sehr, sehr schön, weil das dann auch sehr, sehr intensiv ist, der Austausch. Wir haben auch kleine Abschnitte täglich gemacht, sodass wir uns da wirklich sehr intensiv darüber austauschen konnten, weil ich mir schon dachte, dass da durch die besondere Sprache und durch die verschiedenen vielen Geschichten, die hier drin spielen sollten, auch viel reinzulesen und reinzuinterpretieren ist. Deswegen haben wir uns da wirklich viel Zeit genommen. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein wirkliches Highlight, ein Jahreshighlight, was ihr am Ende des Jahres nochmal auf jeden Fall sehen werdet in den höheren Positionen. Also ich schätze mal, unter den ersten fünf wird es auf jeden Fall landen, weil es für mich einfach ein unglaublich Jahres- und Lebenslesehighlight, wie man immer so schön sagt, geworden ist. Ja, ich kann davon nur schwärmen. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen traurig bin, ob des Covers, weil es ist jetzt nicht hässlich. Ich mag Schlüssel auf Covern wirklich sehr, aber ich mag dieses Computeranimierte nicht so gerne. Gibt noch ein anderes Cover, wo vorne eine Biene drauf ist und auch mit einen ganz tollen Buchschnitt und verschiedenen Emblemen. Da fand ich das tatsächlich noch ein bisschen passender und künstlerischer. Aber es geht ja auch nicht nur um die Optik, sondern um den Inhalt und der war einfach bombastisch. Ja, wo fange ich da an? Es geht um Zachary, der studiert und er steht eigentlich kurz vor seiner Masterarbeit, die müsste er eigentlich langsam mal schreiben, aber er entzieht sich dem immer mehr und prokrastiniert, wie man das so schön als Student immer macht und hält sich eigentlich hauptsächlich immer nur in Bibliotheken auf und leiht sich Bücher aus und geht dann zurück in sein Studentenwohnheim und zieht sich dort ein Buch nach dem nächsten herein. Er studiert neue Medien, er schreibt tatsächlich also über Games und ja, tatsächlich über Computerspiele seine Masterarbeit. Aber um sich abzulenken, liest er halt eben unglaublich gern. Er ist wirklich ein Nerd, wie er im Buche steht und hat eben auch solche Hobbys, was ihn natürlich unglaublich sympathisch macht von Anfang an. Ja, und irgendwann findet er ein Buch in der Bibliothek, das keinen richtigen Einband hat und man erfährt auch gar nicht, wer der Autor ist. Und er liest rein und das sind mehrere Kurzgeschichten drin und eine Kurzgeschichte handelt von ihm, von einer Erfahrung, die er als Kind gemacht hat und von dieser Erfahrung, von dieser Begebenheit hat er niemanden erzählt und nun steht das dort in diesem Buch. Er leiht dieses Buch aus und liest das zu Hause viermal durch und versucht auch zwischen diesen Kurzgeschichten irgendwie eine Verbindung zu ziehen, was die mit seiner Geschichte zu tun haben. Und er fängt eben nun auch an zu recherchieren, wem dieses Buch gehörte. Das wurde irgendwann wohl mal gespendet aus dem Privatbesitz und es gab noch andere Bücher und er fängt an zu recherchieren und irgendwann erhält er einen Hinweis, der ihn zu einem Literaturball führt und von da aus geht's dann weiter mit seinen Abenteuern. Da erhält er noch mehr Hinweise und ja, noch mehr seltsame Figuren trifft er dort. Mehr möchte ich über die Handlung von Zachary eigentlich gar nicht erzählen, weil diese wundersame Reise muss man einfach zusammen mit ihm vornehmen. Was das Besondere in diesem Buch ist, dass wir die Bücher, die hier eine besondere Rolle spielen, die er hier findet und wo bestimmte Geschichten drin sind, eben auch lesen können. Ist immer so ein bisschen im Wechsel, denn lesen wir erst ein Kapitel aus der Sicht von Zachary und dann lesen wir wieder eine Kurzgeschichte aus Büchern, die Zachary findet im Laufe der Zeit, auch zum Beispiel das Buch aus der Bibliothek über ihn und lesen eben eine Geschichte, die er auch dort lesen kann und versuchen selbst natürlich als Leser auch diese Zusammenhänge herzustellen und irgendwie haben die alle etwas mit dem Sternenlosen Meer zu tun und was dieser Ort ist und ob Zachary da irgendwann hinkommt und ja, was dahinter steckt, das müsst ihr hier selbst lesen. Es ist einfach phänomenal, dass die ganz große Stärke ist hier die Atmosphäre, aber es hat mich auch einfach verzaubert. Es ist zauberhaft und es ist so schön nerdy. Was ich hier befürchtet habe, also ich habe schon gewusst, es sind ganz viele Geschichten in der Geschichte, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, die gehören zusammen.
und die haben irgendwelche Zusammenhänge, denn es gibt immer so kleine Elemente, die sich immer wiederholen. Es gibt Symbole, es gibt Schlüssel, es gibt Bienen, die irgendwie immer wieder auftauchen. Honig ist auch ein Thema, was immer wieder auch auftaucht. Natürlich das Thema Bücher, das Thema Games, das Thema Geschichten. Das taucht irgendwie immer auf und man kann sich überlegen, wie hängen diese Geschichten, diese Bücher miteinander zusammen und warum ist Zagory damit in Berührung gekommen? Und das macht einfach große, große Freude. Im Gegensatz zum Nachtzirkus bin ich hier Zagory sehr nahe gekommen. Zagory ist eine Person, der man sich sehr, sehr gut anschließen kann. Er ist sehr, sehr sympathisch, sehr introvertiert, aber eben auch sehr intelligent und richtig schön nerdig, eben weil er diese Leidenschaften Gaming und Lesen und Bücher hat. Und es gibt immer wieder ganz, ganz tolle Klassiker-Anspielungen, aber auch welche aus der Popkultur, wollte ich gerade sagen. Also welche sehr, sehr aktuellen Themen. Das fand ich schön, dass es mal Anspielungen gab, die nicht in jedem Buch vorkommen. Es gab zwar auch Harry Potter-Anspielungen und Alice im Wunderland-Anspielungen, aber auch welche, die es eben nicht in jedem Buch gab. Es gibt es für jeden irgendwie ein bisschen was dabei. Es gibt Fantasy-Anspielungen, wir haben hier Game of Thrones-Anspielungen, aber tatsächlich auch Klassiker und viele habe ich vielleicht auch gar nicht entdeckt, weil ich die Bücher oder die Filme dazu gar nicht gesehen habe. Aber gerade auch auf diesen Literaturball, ich hätte den so gerne besucht. Es gab hier so viele Orte, wo ich gedacht habe, ich möchte da auch sein. Sofort bitte, jetzt möchte ich dahin gehen und das auch miterleben. Aber die Autorin hat das so toll beschrieben, dass man eigentlich auch an diesen Orten selbst war. Ich konnte mir das so toll vorstellen, wie das alles aussah und habe mit Zagory mitgefiebert und zusammen mit Franzi haben wir unglaublich viel gerätselt. Es gab hier eben in diesen Geschichten so viel Symbolkraft, wo man immer gedacht hat, wofür steht das jetzt? Für welche Person könnte das stehen? Und wie hängen diese Geschichten miteinander zusammen? Und obwohl es irgendwo Urban Fantasy ist, ist es halt wirklich unglaublich märchenhaft auch und entführt uns auch irgendwie in eine ganz eigene Welt und ganz viele tolle neue eigene Ideen. Also ich finde, es ist ein sehr philosophisches und auch sehr zauberhaftes, märchenhaftes Buch. Ich kann es allen Nerds empfehlen, eben aufgrund dieser tollen Figur Zagory, der hier im Mittelpunkt steht, aber auch seine Freunde, die tolle Unterhaltungen führen über Geschichten, über Roleplay, über Bücher, wie die Geschichten erzählt werden in Games und es, ja, auch Gaming-Anspielungen findet man hier. Irgendwelche Parallelen sieht man überall und lassen einen wirklich das Nerdherz aufgehen. Und ich kann es aber genauso gut Lesern empfehlen, die einfach sehr, sehr gerne poetische, symbolische Sprache mögen und hinter diesen ganzen fantastischen Anteilen auch immer wieder einen Sinn sehen. Man muss allerdings gewarnt sein, dass das Ganze sehr komplex ist und dass man immer wieder Fragezeichen im Kopf hat und denkt, hä? Das verstehe ich nicht. Wie gehört das denn zusammen? Und so richtig eine Auflösung bekommt man hier hundertprozentig nicht für alle Dinge. Dafür ist das einfach zu komplex und zu detailliert. Das ist auch mein einziger Kritikpunkt. Ich bin ja immer jemand, ich möchte das alles immer wissen. Wie ist denn das jetzt? Wie gehört das alles zusammen? Wie hat sich die Autorin das gedacht? Es wird hier schon einiges aufgeklärt und es kommt auch zu einem Ende, womit man irgendwo leben kann. Aber es wird eben nicht jedes Symbol und jede Figur und jede Metapher hier aufgeklärt. Das muss auch eigentlich gar nicht sein. Aber bei manchen, ich war halt wirklich so drin in der Story und habe auch wirklich so viel mitgerätselt, dass ich gerne mehr gewusst hätte, was das alles bedeutet. Und da ist auch vieles einfach kryptisch geblieben. Das muss man bei diesem Buch auf jeden Fall wissen, während des Lesens und auch am Ende. Da habe ich immer noch mehr recherchiert, was die Autorin hier alles mit eingebracht hat, was für Mythologien, was für Sagen, Gestalten, die man auch gar nicht so sehr kennt, was für
Symbole hier noch mit aufgenommen worden sind und was für eigene Ideen. Ich habe mir einige Interviews durchgelesen und Wikipedia-Einträge. Ich habe mir einige Bilder angeschaut. Es gibt so ein paar auch so Fan-Illustrationen. Ja, also das alles macht aber, finde ich, auch ein gutes Buch aus, dass man da hinterher immer noch an dieses Buch denkt und immer noch recherchiert und darüber nachdenkt. Auch wenn mich das ein bisschen aufgeregt hat, die liebe Franzi wird das verstehen oder wird wissen, was ich meine. Ich habe so ein bisschen, war ein bisschen enttäuscht, dass ich da nicht noch mehr Aufklärung bekommen habe. Aber ja, so langsam kann ich damit leben und vielleicht werde ich es irgendwann noch mal lesen und da doch noch ein bisschen mehr rausziehen können, weil ich dann schon ein bisschen weiß, wie der Hase läuft. Aber es ist wirklich unglaublich sprachlich, bildhaft, zauberhaft von der Atmosphäre, vom Setting, von den Settings her. Also ein wunderschönes Setting, eine wunderschöne Idee jagt die nächste. Es ist trotzdem noch spannend und wir haben hier eine wirklich tolle, ja, und dass das mal aus meinem Mund kommt, eine wirklich tolle Liebesgeschichte, die ich wirklich sehr genossen habe und die ich auch wirklich besonders fand, besonders passend auch hier. Ja, durch diese blumige und auch poetische Sprache kann es dann durchaus auch mal ein bisschen kitschig werden. Aber das waren wirklich sehr, sehr seltene Momente, wo es so ein bisschen pathetisch wurde. Aber ansonsten hat mich das Buch einfach nur bezaubert. Mehr, also, wie gesagt, sprachlich, inhaltlich und von den Ideen her. Ich bin ein großer Fan dieses Buches und werde das sicherlich noch eins, zwei, dreimal lesen, um vielleicht dahinter zu kommen und vielleicht auch noch mal ein paar Interpretationen von anderen Leuten, um zu wissen, was bedeutet das alles? Und ja, also ich würde so gerne mit euch über verschiedene Settings und verschiedene Verläufe sprechen, aber ich möchte euch einfach auch nicht die Freude nehmen an diesem Buch und deswegen muss man auch ein bisschen kryptisch bleiben. Aber was mich eben überrascht hat, ist, dass trotzdem, dass so viele Geschichten erzählt worden sind, immer noch der rote Faden da war und man Zachary begleitet hat und es eben nicht so war wie beim Nachtzirkus. Ja, dass man da nicht so richtig der Handlung folgen konnte, beziehungsweise so den Spannungsbogen gesehen hat. Ja, da habe ich doch glatt mal für zwei Bücher einfach mal 30 Minuten gesabbelt, aber es waren wirklich auch zwei Bücher, über die ich gerne viel reden wollte. Ja, und deswegen ist das jetzt wieder so ein bisschen ausgeufert. Aber ja, das kennt man ja nun auch schon von mir. Das nächste Buch ist ein All-You-Can-Read-Buch und zwar eines, was wir im Mai gelesen haben. Auch Fantasy, wieder was ganz anderes. Wie schön vielfältig Fantasy sein kann, es ist einfach wunderbar. Und zwar ist das Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte von T.J. Klune. Ich bin ein großer Fan von dem Cover. Es ist ja wunderschön, diese Farbverläufe. Ja, und es passt auch einfach unglaublich gut zum Inhalt. Wir haben hier einen Sachbearbeiter namens Linus Baker, der ja, für eine Organisation arbeitet, die Waisenhäuser und eben Heime beobachtet, ob da alles seine Richtigkeit hat. Und er ist jemand, der seine Arbeit wirklich sehr, sehr ernst nimmt, sehr penibel ist, aber auch sehr distanziert, also nicht viel Emotionen mit reinbringt in seine Arbeit. Er ist gleichzeitig ein sehr introvertierter Typ, auch sehr unsicher, schüchtern, ein bisschen beleibter und ja, die Arbeit ist eigentlich unglaublich dröge und unglaublich schlechtes Klima da. Also dort gibt es keine Freunde unter den Kollegen und nach oben ist es erst recht kein guter Ton, der dort herrscht. Aber trotzdem findet er seine Arbeit wichtig, für die Sicherheit und für, ja, den guten Umgang, das gute Umfeld von Kindern zu sorgen. Und irgendwann bekommt er einen neuen wichtigen Auftrag. Und zwar soll er auf eine Insel zu Besuch gehen, eine Woche, nee, 3 Wochen lang. Und zwar zu Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Und dort soll er schauen, ob das alles in Ordnung ist dort und ob das tatsächlich weiter bestehen soll, das Heim. Denn dort sind wirklich besondere Kinder untergebracht, die mit sehr großen Fähigkeiten ausgestattet sind. Und auch Mr. Parnassus selbst, dem wird auch nicht sehr viel Vertrauen entgegengebracht, denn seine Methoden sollen ein bisschen unkonventionell sein.
Und Linus Baker ist sehr aufgeregt, weil sonst hat er noch nie so einen großen Auftrag gehabt, wo er wirklich 3 Wochen von zu Hause weg ist. Also er ist dann auf einmal ja aus seinen Alltagstrott total herausgerissen. Und er bekommt auch sofort irgendwie Konflikte mit dieser ganzen Lebensweise, denn die Insel und seine Bewohner sind ganz anders, als er sich vorgestellt hat. Also er ist auch ein sehr ängstlicher Mann und entdeckt dort Kinder mit sehr großen Fähigkeiten, die ihn doch durchaus Angst machen. Und Mr. Parnassus ist eine sehr extrovertierte Figur und auch sehr extravagante Figur. Wenn auch sehr höflich und freundlich, aber das irritiert Linus doch so ein bisschen, weil er eigentlich eine professionelle Haltung bewahren möchte und wirklich dort seinen Job gut machen möchte, aber jetzt durch diese Lebensweise irgendwie so ein bisschen in Konflikt gerät, wie er sich nun verhalten soll. Ja, es passiert in diesem Buch wirklich nicht viel. Es ist eine sehr ruhig erzählte Geschichte, aber dafür ist es umso humorvoller erzählt. Also es gibt hier wirklich viel zum Schmunzeln und zum Lachen. Auch die Entwicklung von Linus, die man vielleicht schon so ein bisschen vorhersehen kann, ist aber wirklich toll gemacht, in tollen Schritten und hier so langsam auftaut und Vertrauen fasst und ja, diese Insel immer mehr kennenlernt und sich einsetzt und aus sich herauskommt. Alleine das macht einfach große, große, große Freude. Es ist ein Gute-Laune-Buch. Was nicht nur durch den Humor besticht, sondern wirklich auch viel rührt, also sehr, sehr positiv rührt. Die Kinder, was die alles mitgemacht haben und wie man die so ein bisschen mehr kennenlernt und durch ihre doch manchmal sehr raue Schale blicken kann und wie da Freundschaften entstehen. Aber auch Liebe ist ja, einfach wirklich sehr, sehr rührend, was einen auch die Tränen in die Augen treibt. Nicht, weil es so unglaublich traurig ist, sondern weil es einfach so unglaublich rührend ist. Und das hat dieses Buch zu einem doch sehr, sehr ans Herz gehenden Buch gemacht, was wirklich für mich sehr besonders war. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war der Spannungsbogen. Also es plätschert doch so ein bisschen vor sich hin. Ich brauche keine Action, also das nicht, aber irgendwie schon so ein Spannungsbogen, der das Ganze, die Geschichte so ein bisschen rund macht. Und ich hätte gern auch ein bisschen mehr von der Vergangenheit der Kinder gewusst, wie die so geworden sind und wie die dorthin gekommen sind. Ich glaube, das hätte es für mich noch ein bisschen tiefgründiger gemacht. Und ich hätte gern auch ein bisschen mehr über die Welt erfahren, in der es spielt, weil es mutete so ein bisschen an, es könnte unsere Welt sein, könnte aber auch eine ähnliche Welt sein, eben mit magisch Begabten. Ja, aber es ist trotzdem für mich ein 4-Sterne-Herzensbuch, weil es eben so viel gute Laune gemacht hat. Und wir haben alle so davon geschwärmt in unserer All-You-Can-Read-Gruppe. Also wir waren alle sehr, sehr begeistert und haben, glaube ich, mindestens 4 Sterne vergeben für dieses Buch. Die meisten 5 Sterne plus. Und ja, das war schön zwischendurch wirklich gelesen zu haben. Und es wird auf jeden Fall auch in meinem Bücherregal bleiben. Und es hatte wirklich ein Ende auch, das muss ich sagen, was sich sehr viel Zeit genommen hat. Und das mag ich an Büchern immer sehr. Ich mag es, wenn die Autoren oder ja, die Erzähler sich hier Zeit lassen und jeden Strang nochmal erzählen und hier nochmal die Figur in den Vordergrund rücken und nochmal auftauchen lassen. Manche finden das vielleicht langgezogen. Ich liebe das und hier war das so. Und was ich hier auch wirklich besonders und schön fand, war, dass hier homosexuelle Liebe mit eingebunden wurde, die ja überhaupt nicht hinterfragt wurde. Also das war einfach normal, dass es auch Homosexualität gibt und zwischen wen, das möchte ich jetzt nicht erzählen. Auch das kriegt man ziemlich schnell mit, aber das ist so wundervoll aufgebaut. Also dieser Monat ist wirklich ein Monat von tollen Liebesgeschichten und das ist für mich ja wirklich was, wirklich, soll ja wirklich was heißen. Auch die konnte ich sehr genießen. Das war wirklich Kleinigkeiten, kleine Zärtlichkeiten, Zuwendungen, die oder Worte oder Dialoge, die einen schon ans Herz gegangen sind und die mir die Figuren einfach noch näher gebracht haben und das Buch nochmal besonders gemacht haben. Also es ist durchaus, glaube ich, auch so beworben, dass hier queere Themen mit eingebunden worden sind. Das ist,
ja, finde ich, merkt man auch, es hat so auch so einen symbolischen Charakter, dass nochmal eine Message irgendwie hier herangetragen wird. Es werden viele wichtige Themen irgendwie angesprochen, ohne zu sehr mit dem Zeigefinger zu winken, weil es einfach dadurch, dass es so viel Leichtigkeit und Humor hat, gar nicht zu schwer wird dadurch. Ein wirklich schönes, lustiges und rührendes Gute-Laune-Buch. Das letzte Buch, was ich beendet habe, ist Meine Cousine Rachel von Daphne du Maurier. Das habe ich auch in einer kleinen Leserunde gelesen, und zwar mit der lieben Maike von den Bookfriends und mit der lieben Sarah von Alice im Bücherland. Und wir alle drei haben schon Rebecca von der Autorin gelesen. Das ist ja ihr bekanntestes Werk. Maike und Sarah haben das erst vor kurzem gelesen, ich glaube sogar auch zusammen. Bei mir ist es schon ein paar Jahre her, aber ich hatte das damals wirklich sehr genossen, das Buch, und finde auch die Neuverfilmung von Rebecca richtig toll und gelungen. Und das hatte ich auch kürzlich erst gesehen als Film. Und deswegen hatte ich richtig Lust, auch Meine Cousine Rachel zu lesen. Ich hatte das bei den Neuzugängen von Maike entdeckt und sie gefragt, ob wir das vielleicht zusammen lesen wollen. Und Sarah hat sich dann eben angeschlossen. Und dann habe ich mir eben kürzlich dann auch das Buch zugelegt und mich sehr gefreut auf unsere Leserunde im Mai. Und wir haben das auch ziemlich schnell durchgelesen, weil das Buch war wirklich unglaublich süffig. Wir treffen hier auf den jungen Mann namens Philip, der bei seinem Cousin aufgewachsen ist. Ambrose war für ihn wie ein Vater, nachdem seine Eltern gestorben sind. Sie leben zusammen in einem Herrenhaus und ja, Philip ist eigentlich am liebsten immer zu Hause bei Ambrose. Immer wenn er durchs Studium, durch Schule weg muss, ist er eigentlich eher traurig. Er ist auch nicht jemand, der sonderlich schnell Freunde findet. Aber Ambrose ist einfach die wichtigste Figur, der wichtigste Mensch in seinem Leben. Deswegen freut er sich, nachdem er endlich Schule und Studium beendet hat, dass er zu Hause sein kann und arbeiten kann und zusammen mit Ambrose leben kann. Doch Ambrose wird krank. Und ihm wird halt verschrieben, dass er besonders in den kalten Monaten immer ja in die warmen Regionen ziehen soll. Und somit werden sie wieder öfter voneinander getrennt. Und ja, in dieser Zeit, in einer Zeit, wo er wieder über den Winter nach Italien reist, er schreibt Philipp zwar immer wieder Briefe, aber so richtig schönes Beisammensein ist es natürlich nicht. Und er hofft, dass Ambrose bald, dass die Zeit schnell wieder vergeht und er wiederkommt. Allerdings kommt es diesmal ein bisschen anders, denn er schreibt in seinem Brief, dass er eine Frau kennengelernt hat. Und zwar ist das Rachel. Rachel wohnt in Italien und die beiden heiraten tatsächlich. Und er erzählt, wie glücklich er ist, und Philip hat eigentlich keine guten Gefühle. Er ist sehr, sehr eifersüchtig, weil er sonst mit Ambrose mit niemandem teilen musste bisher, weil er eigentlich ein ja, stolzer Junggeselle war und nie heiraten wollte. Genauso wie Philip das auch nicht möchte. Ja, und jetzt gibt es aber diese Frau dort. Und zunächst scheinen die Briefe auch immer sehr positiv anzumuten, aber irgendwann fängt er an zu schreiben, dass Rachel seine Peinigerin ist und ihn zugrunde richten wird, und er, Philip, bittet, zu ihm zu kommen. Und ja, Philip bricht auf nach Italien, aber es ist zu spät, er kommt zu spät an, Ambrose ist verstorben an einer Krankheit. Ja, ihm wird ja, ein Dokument gezeigt, was Ärzte unterschrieben haben, dass er tatsächlich an dieser Krankheit gestorben ist, aber Philip hat halt immer diese Briefe im Kopf von Ambrose, dass Rachel seine Peinigerin ihn zugrunde richten würde, und deswegen malt er sich natürlich eine furchtbare, eiskalte Frau aus. Er lernt diese Frau in Italien noch nicht kennen, weil sie verreist ist, sofort nach dem Tod von Ambrose, und er kehrt zurück nach England zu seinem Heim, und ja, ein paar Wochen später bekommt er die Nachricht, dass diese Rachel, seine Cousine Rachel, die Frau von Ambrose, nun zu Besuch ist in England und ihn gerne kennenlernen würde. Ja, und er malt sich unglaublich viel aus, was er ihr alles an Kopf schmeißen möchte und was er ihr vorwerfen möchte. Und ja, er möchte wissen und aufgeklärt haben, was da jetzt mit Ambrose war. Aber als Rachel eintrifft, ist sie ganz anders, als er gedacht hat. Und er gerät sofort in ihren Bann und wird richtig besessen von ihr. Ja, und dann weiß man eigentlich ab da gar nicht mehr richtig, was ist Wahrheit und was ist Einbildung, was ist hier Besessenheit oder was ist hier böses Spiel.
Man kann nicht so richtig sagen, wer hier der Böse und ja, derjenige ist, der Wahrheit spricht und unschuldig ist. Man gerät selbst als Leser, Leserin in den Bann von Rachel und das ist hier unglaublich klug gemacht von der Autorin. Also wir haben dann hier mehrere Wochen, Monate, wie Philipp und Rachel zusammenleben in dem Haus und wie sich ihre ja, Beziehung zwischeneinander entwickelt, ist so spannend gemacht. Obwohl hier wirklich nicht viel passiert, habe ich unglaublich gerne zu diesem Buch gegriffen und wollte das Geheimnis hinter Rachel und hinter den Briefen von Ambrose einfach gerne aufgeklärt haben. Und dann kam das Ende und da war ich ein bisschen enttäuscht. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen veräppelt gefühlt, weil ich gerne doch ein bisschen klarer gewusst hätte, was hier Sache ist. Das Ende fand ich wirklich sehr, sehr übereilt und auch sehr vorhersehbar dann durch einige kleine Einschübe. Ich habe das allerdings stilistisch wirklich sehr schätzen können und kann es jetzt immer noch schätzen, wie gut dieses Ende zu diesem Buch passt. Da musste ich ein bisschen drauf rumkauen. Die anderen beiden, die waren begeistert von dem Ende. Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich will euch ja nicht die Lesefreude nehmen, aber das gehört nun mal zu meiner Besprechung, weil das ist eben der Knackpunkt an diesem Buch, wo ich viele Abzüge machen musste. Insgesamt, wenn ich es jetzt mit Rebecca vergleiche, das passiert ja automatisch, muss ich sagen, dass mir Rebecca mehr gefallen hat, weil ich da ja das Setting einfach besser fand und die Atmosphäre. Das war ein bisschen mystischer, ein bisschen spannender. Also da ist auch ein bisschen mehr passiert, habe ich das Gefühl. Ja, auch Rebecca hatte einen kleinen offenen Anteil im Ende, aber ich fand, der war nicht so hoch wie hier. Und da ist einfach, wie gesagt, ein bisschen mehr Spannung gewesen und auch mehr Düsternis. Das war, fand ich, nicht so richtig düster und auch nicht mystisch oder so. Das lebte einfach von der Frage, wer lügt hier und wer ist hier unschuldig. Ich habe dem jetzt 3,5 Sterne gegeben. Ich war eigentlich immer die ganze Zeit bei 4, aber ja, durch das Ende musste ich doch noch mal einen halben Stern abziehen, leider. Aber so nach einer gewissen Zeit habe ich mich jetzt damit abgefunden. Und was es mir auch ein bisschen leichter gemacht hat, ich habe den Film, die Verfilmung von Meine Cousine Rachel von 2017 auf Netflix geguckt. Und die kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn ihr das Buch nicht lesen wollt oder wenn ihr das Buch schon gelesen habt und die Verfilmung gucken möchtet. Die ist wirklich sehr nah am Buch. Sogar manche Dialoge und manche Wort zu Wort ja, Zitate wurden da übernommen. Richtig klasse. Natürlich gibt es kleine Feinheiten, die geändert worden sind, aber ich fand das alles sehr, sehr passend, sehr, sehr stimmig. Auch wirklich interessante und bekannte Schauspieler, die ich da entdeckt habe, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und das Ende. Das ist das Einzige, was doch relativ hohen Unterschied hat und doch ein bisschen eindeutiger ist. Und deswegen konnte ich mit dem Filmende tatsächlich besser leben. Und es war auch ein ganz guter Abschluss für mich, weil ich einfach dann diese Interpretation des Films jetzt mir zu eigen mache und sage, ja, dann ist es halt so. Obwohl für viele natürlich es eben den Reiz ausmacht, dass man eben nicht genau weiß, was so abgeht. Und ich glaube, dass genau das werden Maike und Sarah in ihren Videos dazu diesem Buch sagen, dass das eben so grandios gemacht ist, dass man selbst am Ende nicht genau was weiß. Ja, ich hätte es gerne ein bisschen eindeutiger gehabt. Ein Hörbuch habe ich noch gehört. Das war ganz spontan, weil ich das auf Spotify entdeckt habe. Ich höre ja immer ganz gerne Hörspiele oder Podcasts zum Einschlafen, immer ein bisschen was Positives, was Schönes zum Einschlafen. Und dann habe ich auf Spotify die Känguru-Apokryphen von Marc-Uwe Kling entdeckt. Und da war das tatsächlich. Normalerweise sind ja Hörbücher, wenn du nicht dieses Premium-Abo hast, sondern kostenlos die App auf dein Smartphone geladen hast, dann ist das ja meistens Shuffle, also dass du zufällige Wiedergabe bei den Kapiteln hast. Hier war das seltsamerweise in der richtigen Reihenfolge. Ich weiß nicht, ob das vielleicht als Podcast angegeben wurde, weil Podcasts sind ja tatsächlich in der richtigen Reihenfolge, aber ja, im Grunde ist es tatsächlich einfach Marc-Uwe Kling, der dieses Buch vorliest und ich glaube, es ist auch eine Live-Lesung tatsächlich. Mag ich auch immer ganz gerne, so die Reaktion des Publikums mitzuerleben und auch so ein bisschen die Interaktion zwischen Marc-Uwe Kling und dem Publikum. Ja, ich habe das Buch tatsächlich schon mal gehört, deswegen war das nicht völlig neu für mich.
aber ich habe es nie, glaube ich, nie komplett gehört und nie komplett gelesen. Und ich habe mir kürzlich hier den Känguru-Schuber, wo wirklich alle vier Bände enthalten sind, die Känguru-Apokryphen. Ist ja tatsächlich der neueste Band von Marc-Uwe Kling. Ich weiß gar nicht, hab noch gar nichts dazu gesagt, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass jeder ihn kennt. Marc-Uwe Kling ist Kleinkünstler und bekannt ist er eben durch seine kleinen kurzen Geschichten über das Känguru geworden. Er schreibt über sich selbst, er ist in seinen Büchern, in seinen Geschichten, er selbst, er schreibt eben über Marc-Uwe Kling und er schreibt darüber, wie ein Känguru in seine Wohnung zieht. Nicht irgendein Känguru, das Känguru kann sprechen, ist Kommunist und schnapspralinensüchtig und unglaublich frech und ziemlich extrovertiert und kann ziemlich viel labern. Ja, und die beiden, die bilden halt jetzt eine WG und erleben so einiges in ihrem Alltag. Und ja, es ist gesellschaftskritisch, es ist politisch, aber es ist auch unglaublich komisch. Und sehr, sehr viel Wortwitz ist dabei und trockener Humor. Und sind so Bücher, wo ich tatsächlich das Hörbuch empfehle, weil er das eben selbst liest und er eben auch selbst Kleinkünstler ist und deswegen das auch gut rüberbringen kann. Und er eben auch über sich schreibt und dann eben ja, seine eigene Stimme diesem Hörbuch oder diesen Kurzgeschichten verleiht. Deswegen passt es hier einfach sehr, sehr gut rein. Und wie er das Känguru spricht, ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Ist für mich einfach ein Klassiker. Und ja, die Apokryphen, das sind halt Geschichten, die es sozusagen nicht in Band 1 bis 3 geschafft haben. Und die sind auch, ja, völlig unzusammenhängend, irgendwie nicht richtig chronologisch. Die anderen Bände, also die Känguru-Chroniken, das Känguru-Manifest und die Känguru-Offenbarung, die haben schon so ganz grob irgendwie tatsächlich auch einen roten Faden und eine gewisse Story. Ansonsten kann man die eigentlich aber auch, das sind ja immer nur so, ja, 2 bis 5 Seiten lange Geschichten. Die kann man die auch eigentlich durcheinander lesen. Und hier wäre das auch nicht so schlimm gewesen, wenn man die aus durcheinander liest oder hört. Ja, hat mir wieder wirklich ganz, ganz große Freude gemacht und hat mir wieder Lust gemacht, die anderen Bücher von ihm zu lesen. Auch Quality Land, was ich ja auch schon als Hörbuch gehört habe. Mir fehlt da noch der zweite Teil, aber auch da hätte ich Lust, nochmal Quality Land nochmal zu hören. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich das auch für mein Regal bräuchte. Das steht nämlich auch noch nicht hier. Das habe ich nur als Hörbuch damals gehört gehabt. Und ja, das brauche ich dann vielleicht doch auch noch mal als Buch. Und als letztes noch das Buch, was ich eben noch nicht beendet habe. Und darüber wollte ich jetzt auch nicht so viele Worte verlieren. Ich habe es schon in den Neuzugängen gezeigt im letzten Video. Fäulnis von Siri Petersen ist der zweite Band der Rabenringe-Trilogie. Und ich hatte euch schon gesagt, das ist irgendwie eine tolle Mischung aus Game of Thrones und Vikings, Wikinger ist, aber trotzdem mit vielen, ja, neuen Ideen. Es geht um Hirka, die im Imsland aufwächst, wo alle Imlinge einen Schwanz haben, nur sie hat keinen. Sie dachte, dass es bei einem Unfall und einem Überfall mit Wölfen ihr abhanden, ihr abgebissen wurde, der Schwanz. Aber sie erfährt irgendwann, dass sie ja ein Odinskind ist, ein Mensch, dass sie also ohne Schwanz aufgewachsen ist. Und ja, Odinskinder werden in dieser Welt wirklich nicht gut angesehen, sind eigentlich aber auch Sagengestalten, weil es einfach sehr, sehr lange her ist, dass die Leute dort Odins Kindern begegnet sind. Und ja, jetzt muss sie sich einem Ritual stellen. Dieses Ritual wird immer durchgeführt, wenn man 15 wird ja, im Imsland. Und da muss man dann auch seine Gabe zeigen, das Umarmen. Sie hat allerdings keine Gabe, was daran liegt, dass sie ein Odinskind ist. Jetzt weiß sie das, woran es liegt. Und sie muss irgendwie verbergen, dass sie ein Odinskind ist. Und gleichzeitig gibt es natürlich böse Machenschaften, böse Mächte, die hier erwachen und die irgendwie auch mit Hirka zusammenhängen. Ja, den ersten Band, den fand ich wirklich großartig. Der zweite Band schwächelt so ein bisschen. Der ist auch ein bisschen anders. Warum, darf ich jetzt nicht sagen, weil es sonst spoilern würde, ist halt einfach vom Setting her ganz anders. Und da muss ich jetzt so ein bisschen, ja, ich bin knapp vor der Hälfte ein bisschen noch. Und ja, das würde ich aber gerne auch demnächst dann beenden, damit ich dann auch zu Band 3 greifen kann, der dann wieder so ein bisschen
besser werden soll und auch vielleicht vom Setting hier wieder auch ein bisschen anders wird. Ja, aber insbesondere Hirka als Protagonistin, die wirklich sehr, sehr stark, aber auch einen sehr schönen schwarzen Humor hat, hat mir an dieser Geschichte gefallen, aber auch die Welt an sich. Und ja, ich hoffe, dass mich das bald wieder ein bisschen mehr catchen kann. Also der zweite Band ist jetzt bisher nicht schlecht, so kann ich das nicht sagen. Und ich hatte ja auch schon erzählt, ich habe es so ein bisschen als Zweitbuch auch genommen. Das heißt, ich habe es so ein bisschen unregelmäßig gelesen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es manchmal mir so ein bisschen vorkommt, dass sich das Buch ein bisschen zieht, weil ich einfach auch nicht regelmäßig da drin lese. Ja, das war's jetzt aber. Ja, Stunde bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Mal gucken, wie viel ich noch wegschneiden muss. Also vielleicht bei 50 Minuten oder so lande oder 55. Aber ja, immerhin unter eine Stunde. Mir ist es ja auch immer sehr, sehr wichtig, ausführlich über diese Bücher zu reden. Kann natürlich sein, dass ich zu dem einen oder anderen noch mal eine Einzelrezension mache, aber manchmal finde ich dafür halt auch einfach keine Zeit. Und ich finde, weil eben auch die Lesemonate am meisten geklickt werden oder viel geklickt werden, im Gegensatz zu Einzelrezensionen, ist es mir eben auch wichtig, hier sehr, sehr ausführlich über diese Bücher zu reden. Ja, das war's. Was sagt ihr denn zu den gelesenen Büchern? Habt ihr davon auch irgendwas gelesen? Und wie ist eure Meinung dazu? Das ja, interessiert mich total. Vielleicht auch zum Ende von Meine Cousine Rachel. Wenn ihr spoilern wollt, dann markiert das bitte sehr, sehr eindeutig. Und zu den anderen Büchern, besonders natürlich auch zu meinem großen Jahreshighlight bisher, Das sternenlose Meer, sagt mir gerne, ob euch das auch so verzaubern konnte. Und vielleicht habt ihr ja auch noch andere Lesehighlights im April und Mai gehabt. Schreibt mir auch das gerne in die Kommentare, da schaue ich dann gerne vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!